Hey du, schön, dass du da bist. Heute probieren wir mal ein neues Format. Und zwar habe ich hier eine Box. Und in dieser Box sind lauter Proben drin. Also die ist bis ganz oben hin voll. Es ist so, dass ich momentan so viele Sachen zum Testen habe, weil mir auch ein Abonnent so eine tolle große Probenpackung geschickt hat. Einfach so. Und ich komme irgendwie nicht mehr hinterher. Und ich dachte mir, da sich schon früher Leute von euch gewünscht haben, dass ich mal erste Eindrücke mache, also First Impressions von Düften, teste ich jetzt einfach mal live ein bisschen vor der Kamera für euch. Im ersten Eindruck wohlgemerkt, ja. Also der kann nie so fundiert sein wie ein richtiger Review. Aber so erste Eindrücke sind ja manchmal auch ganz spannend. Und ich werde dieses Video nennen What's in the Box? Kennt ihr den Film 7? Genauso. Nur, dass wir keine Frauenköpfe da drin haben. Und wenn es euch gefällt, mache ich das in Zukunft öfter. Und wenn nicht, dann nicht. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr das cool fandet oder nicht. Dann weiß ich, was ich für die Zukunft mache. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Falls du schon öfter hier warst, willkommen zurück. Abonnier doch noch schnell diesen Kanal, wenn dir Inhalte wie dieser hier gefallen. Ich würde mich sehr freuen. Ich lade zweimal pro Woche Parfum-Content für euch hoch und wir sprechen über alles, was unsere parfumverrückten Seelen bewegt. So, dann werde ich jetzt hier mal reingreifen. Ah ja, cool. Lass uns doch gleich das Offensichtlichste machen. Ich habe hier so ein paar Zoologist-Proben oben drauf liegen. Und als ihr die in meinem Insta-Post gesehen habt, da wart ihr schon ganz scharf drauf, weil Zoologist ist auch wirklich eine spannende Marke. Also die sind extrem nischig, sehr, sehr nischig. Die Düfte sind sehr speziell und deren Konzept ist sozusagen der eines Zoos. Das heißt, jeder Duft hat den Namen eines Tiers und soll auch irgendwo dieses Tier widerspiegeln. Und jetzt werden wir mal schauen, wie gut sie das hinbekommen. Also was haben wir? Wir haben einmal Squid. Wir haben einmal Sloth und wir haben Bee und Camel. Da habe ich leider nicht diese coolen Bilder mit dabei. Aber ich würde sagen, wie starten wir denn? Starten wir alphabetisch. Fangen wir an mit dem Bee. Das muss ich kurz überlegen. Ich sprühe mir die wieder hier auf diese Streifchen. Für gewöhnlich braucht man von denen nicht viel, weil die sind sehr potent. Okay, also los geht's. Den Bee habe ich tatsächlich noch nie gerochen. Wow, wow. Also ich kann gleich mal vorab sagen, einen authentischeren Bienenduft werdet ihr wahrscheinlich nicht finden. Ich rieche sofort süße Nektar, Bienenwachs, aber auf eine extrem konzentrierte Art. Also der ist krass, ja. Ich vermute auch, dass der eine wahnsinnige Haltbarkeit hat, weil er gleich am Anfang schon so dicht kommt. Ich krieg was Blütiges, vielleicht eine Orangenblüte oder sowas. Und wirklich sehr viel Süße. Also ich kann gar nicht ausmachen, was da drin ist ansonsten, weil es einfach so ein bisschen wächsern. Also vielleicht ist da auch eine Iris drin. Iris macht auch Dinge oft wächsern. Wächsern nach Bienenstock, ja. Also nicht nur unbedingt nach Nektar, sondern auch nach Bienenstock, nach den Waben, nach dem Wächsernden irgendwie riecht es. Für mich eindeutig ein femininer Duft und sehr, sehr das Thema treffend. Ja? Also das hätte ich jetzt also nicht gedacht, dass sie es so gut hinkriegen. Der Bee, der war ziemlich gehypt vor, ich meine, ein, zwei Jahren. Da kam der frisch raus. Also den gibt es noch nicht so lange. Und ich glaube, das ist auch einer der beliebtesten der Reihe. Das ist jetzt einer, den ich persönlich nicht tragen würde, weil der mir einfach zu krass ist. Also der ist wirklich sehr, sehr fotorealistisch. Und wenig abstrakt. Also der überlässt eigentlich nichts mehr der Vorstellungskraft. Das ist wirklich, ja, also besser hätte ich es mir auch nicht vorstellen können. Muss ich sagen, krass. Also konzeptionell super getroffen. Top Duft. Wie gesagt, trifft jetzt meinen Geschmack nicht so, weil ich nicht so der ganz süße Typ bin. Aber hat auch eben dieses Honigaroma, ja. Also auch, kennt ihr das, wenn ihr an Honiggläsern riecht und dann bekommt ihr so eine. Ja, diese Honigsüße eben. Das, was man auch riecht, wenn man Honig in die Milch gemacht hat oder so. Das ist da auch ganz extrem. Ja, gut gemacht, also gut gelungen. Wow. Ich habe jetzt gerade mal in die Noten geschaut und wir haben tatsächlich eine Orangenblüte drin und wir haben Gelée Royale. Und das ist ja tatsächlich das Futter, was die Bienenkönigin immer zu futtern kriegen. Ich glaube, es funktioniert so, dass die Königin erst zur Königin wird, indem sie dieses Gelée Royale Futter kriegt. Ich weiß aber nicht, wie das riecht. Aber finde ich spannend, ja. Also trifft irgendwie total das Konzept.
super, krass, also bin beeindruckt. B von Zoologist. Als nächstes haben wir das Kamel, also Camel heißt der Duft. Da bin ich auch gespannt, boah. Weil wenn ich an Kamel denke, denke ich immer so an Kameldung hauptsächlich. Ah, okay. Aber der ist nicht düngermäßig, sondern, wow, trocken, fruchtig, sehr orientalisch, ja. Also sehr, 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 sehr orientalisch. Doch ein bisschen miefig schon auch. Also, weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht ist eine Kamillennote mit drin. Immer wenn ich denke, ich rieche mief, dann ist es meistens Kamille. Wow, also würde ich auch nicht tragen, ganz ehrlich, der ist krass, der ist sehr animalisch, ja, animalische Noten hat der mit Sicherheit mit drin, irgendwas in der Form und definitiv auch irgendwas Weihrauchiges oder irgendwas Rauchsmokiges. Ja, also der gefällt mir jetzt nicht so gut, der ist wie eine sehr animalische, dreckigere Version von Au Coeur du Désert, auch wenn das jetzt ein bisschen Gotteslästerung ist, was ich hier mache. Aber der hat sicher seinen Reiz. Ich finde den jetzt im Gegensatz zum B maskulin und ich merke schon, dass der eine gute Performance hat. Also das merkt man auch sofort beim ersten Riechen. Der hat auch noch irgendwie was Aromatisches drin, was irgendwelche Gewürze müssen da noch drin sein. Vielleicht irgendwie so Koriander. Ja, also es ist auf alle Fälle sehr harzig, orientalisch, trocken. Also der Duft ist staubtrocken. Riecht so ein bisschen wie nach Kamelfell. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere und wir im Zoo waren, die Kamele da gerochen haben, das kommt schon irgendwie hin. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wer den auf der Haut tragen würde. Also vielleicht bin ich da auch einfach noch nicht in meiner Duftreise angekommen, ja. Man gibt ja gewisse Düfte, an die muss man sich erst rantasten, da muss man die Nase erst ein bisschen entwickeln, bis man die schätzen kann. Und ich muss sagen, das Camel ist jetzt für mich noch eine Nummer zu heftig gerade. Aber hat seinen Reiz, ja? Also auch gut gemacht. Top. Camel von Zoologist. Der nächste ist der Sloth. Und schaut euch mal dieses coole Bild an. Also das ist mir ja schon mal super sympathisch. Ich weiß allerdings nicht, was ich mir unter einem Faultier vorstellen soll, weil ich habe noch nie eins gerochen. Aber auch hier bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich weiß nicht, ob das dann so gut riecht, weil so Faultiere... Naja, okay. Ich will jetzt nicht urteilen, bevor ich überhaupt erst gerochen habe. Sprühen wir mal. Bin echt saugespannt gerade. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, hätte ich nicht erwartet. Also, ich bekomme etwas irgendwie grünes, Eukalyptus-mäßiges. Es gibt ja auch einen Duft von Zoologist, der heißt Koala. Da hätte ich so einen Eukalyptus jetzt irgendwie eher vermutet. Aber nee, holzig. Bisschen grün, vielleicht auch Bambus oder so. Aber mal schauen, ob das nicht der Koala ist hier. Nee, steht Sloth drauf. Ich sehe gerade, das sind alles Extrés. Also kein Wunder, dass die so eine Durchschlagskraft haben. Die sind sehr, sehr hoch konzentriert. Ich muss sagen, der gefällt mir nicht schlecht. Also der hat auch was Mentholiges irgendwie, was so einem so ein bisschen die Nase durchputzt. Den finde ich perfekt unisex. Der hat mit Sicherheit auch irgendeine Form von Gewürzen drin. Und ich kriege auch irgendwie eine Heunote. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so gut da reinpassen würde. Naja, schauen wir mal auf die Noten. Ja, krass interessant. Hier haben wir jetzt tatsächlich eine Kamille, aber wir haben auch eine Heunote drin. Also da bin ich jetzt ein bisschen stolz, dass ich die erkannt habe. Wir haben jede Menge Sachen drin. Ich blende euch die Noten ein, also auch einen Lavendel. Von den Noten, die ich jetzt so rieche, bekomme ich Pilze und Eichenmoos definitiv. Ich glaube, das ist auch, was es für mich so ein bisschen grüner macht. Naja, und das Gewürz muss wohl die Kreuzkümmelnote gewesen sein. Ja, also spannend, spannend. Könnte ich mir am ehesten vorstellen, den zu tragen, glaube ich. Ja. Da wäre es interessant zu sehen, wie der sich entwickelt. Dem muss ich mal ein bisschen Zeit geben, weil der auf dem ersten Sniff catcht mich da schon irgendwas. Das war Sloth von Zoologist. Und zu guter Letzt haben wir noch Squid, also Tintenfisch. Oder Oktopus, weiß ich jetzt gerade nicht, was die korrekte Übersetzung ist.
Oh, also da erwarte ich mir was Aquatisches, was Animalisches, aber jetzt nicht unbedingt was Schönes eigentlich. Bin gespannt, bin gespannt. Springen wir mal. Oh ja, also, wow, der ist heftig. Definitiv aquatische, salzige Noten, mineralisch irgendwie. Und auch wieder so ein bisschen so ein animalischer Mief, ja. Irgendwas ganz, ganz nicht bitterherbes, aber ich weiß nicht, wie ich es gut beschreiben kann. Aber auch irgendwie eine warme Komponente mit dabei. Also ich bin nicht sicher. Wäre doch eigentlich witzig, wenn in dem Tintenfisch auch Tinte mit drin wäre. Das schaue ich jetzt mal kurz nach. Tinte ist nicht drin, aber Tusche. Das ist doch cool. Ja, und ich habe auch gesehen, es ist so Popo-Nugs drin. Das ist, glaube ich, was es für mich so warm macht. Wir haben salzige Noten mit drin und die sind auch wirklich am allerdominantesten und auch noch Salicylat, Weihrauch. Und der erinnert mich, wisst ihr, an was der mich erinnert? Der erinnert mich entfernt an den Armani Privé Bleu Turquoise. Finde ich schon. Der hat nämlich auch Weihrauch drin, auch die salzigen Noten ganz stark. Also da ist mir gleich irgendwie die Assoziation gekommen, jetzt wo ich die Noten sehe, ist es auch relativ ähnlich. Allerdings, der Armani Privé ist viel tragbarer. Also der ist mal wieder sehr ins Extrem getrieben. Schon schön, hat seinen Reiz. Ich finde auch, also insbesondere die Weihrauchnote mag ich gern. Meine Basis Ambra, Moschus Benzol. Ja, Ambra ist auch, glaube ich, in seiner dreckigsten Form hier vorhanden. Also ich würde euch empfehlen, wenn euch grundsätzlich sowas Aquatisches, Meeriges gefällt, dann vielleicht eher den Bleu Turquoise zu probieren. Und weil der ist auch wieder sehr heftig. Also dadurch, dass ich den Bleu Turquoise kenne, würde ich jetzt den nicht tragen. Wenn ich den Bleu Turquoise nicht kennen würde, dann würde ich ihn vielleicht schon tragen. Ja, also das war Squid. Und was auch lustig ist, seht ihr jetzt hier nicht, aber ich kann es euch zeigen. Das hat so einen ganz blauen Juice, also so richtig dem Thema entsprechend. So, meine Lieben, was haltet ihr es von diesem Format? Soll ich in Zukunft noch weitere What's in the Box Videos machen oder fandet ihr es eher langweilig? Schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare und ihr dürft auch gerne schreiben, was ihr von den Zoologist-Düften haltet. Es würde mich auch interessieren. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.